Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ich gehe mal als Champion rein. Welcome to Nova. Und es sieht ja schon mal ganz gut aus. Sieht echt gut aus. Den nehmen wir auch raus. So, wir brauchen den magischen Schaden hundertprozentig. Also die Frage, nehmen wir Metzger mit. So, wahrscheinlich. Ich denke schon. Also ich habe die drei Buffs gekriegt. Ich nehme den Metzger mit für die Piraten. Das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann starten wir hier einfach mit einem Crablord Champion. Mit seinen dicken Spawns. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ich habe schon gesehen, bei Legion Spells gibt es Magier. Also auch nicht schlecht. Ja, Eichsnarbe ist sowieso nie, also find ich persönlich nicht so geil. Titan ist auch noch okay. Aha. Aber da können wir auf jeden Fall viel reißen. So, wir machen das so. Das heißt, hier könnte ich den ersten Piraten hinstellen, theoretisch. Zack. Nee, ich probiere auf 3 zu schicken. Muss ja nur die Katze tot machen. Der kackt ab. Der Goldwerfer ist abgekackt. Hau eine Echse rein. So, dich packen wir mal hier drüben hin. Also theoretisch können wir den hier platzieren. Weil der holt ja Spawns raus. Ich denke, das ist vollkommen klar. Ach so, übrigens, es gibt gerade 50% Rabatt auf Legion TD2 im Steam Shop. 11,50 €. Ich glaube, so viel Rabatt gab es sowieso noch nie. Also, falls euch das interessiert, Tau Defense Wochen gerade, das heißt, Tau Defense Games sind runtergesetzt. Legion TD2. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das bis zum 5.8. günstiger kaufen. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Oh, das schafft es noch. Wir machen mal ein Upgrade. Upgrades sind wichtig. Jetzt ist ja noch nicht so viel los. Zumindest aktuell. Echse-Skin. Verkohlte Echse. Der kackt wieder ab. Er ist schlecht platziert. Mit dem will man ja eigentlich Gold farmen und nicht, dass die immer abkacken. Eigentlich.
lights away. Take my spear. So, Echse mit rein. Wir machen. Some dead men do tell tales. Dann nehmen wir noch den zweiten Pirat mit? Ja. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Naja, wir hoffen mich. Seraphine hat er auch noch. Das heißt, aktuell auf Stichwaves bin ich gut dabei. Boah, hat mega Overworld gehillt. Man hat plus 30. Ja, das dauert hier immer. Immer. So, ich kann mir aber nicht leisten, den abzugraden. Leider nicht. Also machen wir noch einen neuen hin. Warten mal den King ein bisschen auf. Weil die bauen zu viel. Hat jetzt mit dem Teufelsfisch dafür gesorgt, dass der nicht abkackt. Ja, das dauert. Bei denen dauert es immer lange. So. Wir werten den auf. Ich würde sogar noch einen Worker holen. Weil so viel brauche ich jetzt eigentlich nicht. Die sind doch ganz, ganz gut dabei, die Crab Lords. Da muss ich nicht allzu viel machen. Noch eine Katze. Das auf 9 schicken wäre gut. Kriegt man ganz gut was raus. Und ich brauche mal am längsten. Schickt auch wieder jede Runde. Was ist denn das immer? Warum muss ich denn jede Runde schicken? Das sehe ich immer irgendwie nicht ein. Klar haben die dann viel Geld und sind ganz oben so. Aber wenn ich dann was senden will, jetzt hat er gar nichts mehr. So, wenn ich dann was senden will, und der macht sowieso mit, weil er nächste jede Runde was schickt, das ist Mini. Und die anderen haben dann viel Kohle, um abzuwehren. Ich bin der Einzige, der dann reingekackt hat. Das ist immer nervig. Könnten Echsen reinballern. Let's go, boys. Machen wir so. I am not, let me give you a taste.
Da schon mal aufgewertet. For the clan. Hauptsache jede Runde schicken. Das kann ich absolut nicht leiden. Ich weiß nicht, ob das in der Elo einfach so ist. Es ist nur unfassbar nervig. Weil du kannst dir keine Strategie überlegen. Es wird einfach jede Runde Kacke geschickt. Und dann haben die übelst viel Kohle. Priesterin des Abgrunds. Goldwerfer ist zumindest schon mal tot. Hier ist natürlich gehalten. Ah, deswegen spiele ich lieber mit Leuten zusammen. Weil man sich da eine Strategie überlegen kann und dann ist nicht einfach jede Runde Send, mega Piepen hab und dann kacke ich ab. Hätte er jetzt gut geschickt, wär ordentlich was durchgekommen. Schicken wir den Hammer einfach mit rein. Dann die beiden jetzt mal upgraden. Das sollte rein theoretisch reichen. Die halten schon gut viel aus. Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoller, doch, wenn ich Stich geschickt hätte. Aber egal. 320. Übelst viele Schnecken. Ja, bin durchgekommen. Beide durchgekommen. Ich halte das hier, auch wenn das ewig dauert. Sehr gut. Bringt mir Stich was? Ja. Dino reinschicken. Stichwaves sind gerade super. Nehmen wir eine Turtle mit für die Priesterin. Schafft fette Buffs. Das ist mega stark. War die aufgewertet? Titan. Oh, die hatte doch schon, die hatte schon null Leben, das habe ich gesehen. Das war schon ganz unten. Rein. Okay, die sammeln immer noch für nächste Runde. Bananenbaum.
Der blockt natürlich sehr gut in der Runde jetzt. Da werde ich wohl nicht durchkommen. Da ist aber durch. Schicken trotzdem rein, damit wir mehr Verteidigungspower haben. Wir könnten den hier hinpacken, also für den Double Buff so gesehen. Nee, also vielleicht dahinter jetzt, aber sonst würde ich zu viel verlieren von dem Mana. Also für den Magier Buff, den ich nutzen will. Immer noch? Okay, wir rollen mal. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Pibis habe ich genug. Den nehme ich noch mit. Crawl brauche ich jetzt nicht unbedingt. Blume auch nicht. Wer weiß, was das wird. Wir hatten die King mal noch ein bisschen auf. Ist ja schon fast maximal. Jetzt ist er maximal. Oh, wir sind. Also ich bin ein bisschen drunter. Ja, überhaupt nicht. 820. Aber die haben auch sehr lange gesammelt. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so viel gewesen wäre. Boah, Voreis ist natürlich super stark gegen mich. Dass ich meine Teile so gut regenerieren. Ja, einer ist noch rausgekommen, aber hat nicht gelangt. Vielleicht gehen wir auf 16 oder so. Das würde schon Sinn machen. Stichschaden hat die Katzen. Ja, doch ihn, ne? 16 vielleicht, ja. Aber 820 ist schon richtig fett, ne? Er hat jetzt 40 Worker aufgebaut. Das ist schon brutal. Ich soll jetzt nicht noch mehr bauen, weil ich sonst nicht halten kann. Beziehungsweise nicht so viel möglich halten. Packlied habe ich leider nicht mehr gekriegt. Können da drüben noch einen hinstellen. So
Some dead men do tell tales. Das würde noch Sinn machen. Ogre vielleicht. Ich muss probieren. Da sind sie wieder, 620, übelst viele Robos. Ich habe 500 rüber gelassen. Baum ist schon weg. Jawohl, ich habe es durchgeschafft, er auch. Okay, er wird auch nicht halten, ich auch nicht. Das war zu viel. Aber der King ist nicht verbessert. Unseres maximal. Das ist ein Sieg. Victory. Einmal gesammelt, einmal durchgekommen, einen Sieg abgeholt. Sehr schön. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne bei anderen Videos vorbei. Nicht vergessen, 50% Rabatt. Schlag zu. Lasst ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.